Herzlich willkommen zu unserem ersten Livestream hier unseres Minecraft-Let's Plays. Das Video schaut übrigens zu. Bitte, ich bin voll. Tatsache, ich bin voll. Immer weg, du Schaf. Wir spielen auf der PS3. Ich habe mir überlegt gehabt, ja, wir können es ja eigentlich auch live streamen, damit die, die eben nicht rein können, weil zu viel los ist, trotzdem eine Chance haben, dran teilzunehmen. Und vor allen Dingen könnt ihr so auch mitchatten. Müsst nicht immer die Schilder schreiben und so weiter. Ich denke, das passt ja insgesamt ganz gut. So, Moment. Brauchen wieder Wolle. Gibt mir jetzt noch ein orangenes Schaf. Kommen sie auch langsam alle eingetrudelt. Und die Plasmawelle, der Plasmawelle ist auch wieder da. Sehr schön, sehr schön. So. Was habe ich denn jetzt alles? Ich habe hier 19 davon, dann habe ich hier jede Menge. Also gehen wir erstmal in unser Wochenendhaus sozusagen. Und packen da mal ein bisschen Freiraum für uns. Haben mal ein bisschen Platz. So, genau. Wenn das ganz gut klappt, dann machen wir das immer wieder so jetzt die nächste Zeit, dass wir streamen und dann den Stream auf YouTube übertragen. Servus, Aiwa. Kannst du mal in den Chat schreiben, wie die Qualität so ist? Weil ich habe jetzt nicht geguckt beim Stream, ob das in Ordnung geht oder nicht. Mal kurz den Fleischkram, den können wir ja auch hier locker mal braten gehen, denke ich. So, was können wir hier noch? Das Kakteenkram können wir wegpacken. Wenn das Fleisch fertig ist, können wir natürlich auch noch das Eisen machen. Die Stimme ist leise. Okay. Mach mal etwas lauter. Test, Test, Test. Funktioniert's? Laut genug? Okay, super. Also Videoqualität stimmt schon mal, das ist gut. Das ist unser erster Minecraft-Livestream. Bisschen natürlich noch am Testen. Na komm schon hier, Fleisch, was soll das? So, das passt, das ist in Ordnung. Immer Fleisch. Game Sound vielleicht auch ein bisschen runter, wenn die Effekte so laut waren. Wir probieren es mal aus. Wir können hier live quasi ein bisschen rumfummeln. Wird immer ausladen, der hier. Wahnsinn. Okay. So. Gucken wir natürlich da oben, dass wir das nochmal ein bisschen mit Wolle bedecken, sozusagen. Also ihr könnt natürlich immer mit live chatten. Es gibt ein bisschen Delay. Aber ansonsten versuche ich natürlich immer zu antworten. Das ist ja klar. So. Ich habe mir gedacht, das ist vielleicht sogar ein bisschen interessanter. Weil es sind ja nur 8 Leute, die ja immer auf den Server können. Und ich bekomme immer so viele Anfragen. Lad mal bitte ein. Guck mal bitte hier. Mach mal bitte das. Ich denke, das ist ein ganz nettes Kompromiss. Weil definitiv alle kriege ich halt niemals rein. Boah, bin ich schon dabei gerade hier. So. Super, okay, alles klar. Freut mich, dass das so wunderbar klappt. Müssen wir hier nochmal ein bisschen Wolle rausholen.
Ich habe das jetzt so geplant, wie gesagt, also, beziehungsweise war noch keiner da, als ich gesagt habe, ich werde die Aufnahmen immer hier mit dem Livestream machen, jetzt in Zukunft, wenn nichts dazwischen kommt, und die dann von Twitch auf YouTube bringen, weil es einfach, denke ich, besser ist. Also man hat ja viel mehr Kontakt. It's the PS3 versions. I don't play any other type of Minecraft at the moment. So there is no Hunger Games like this, no mods or something like that. So stelle ich mir im Grunde genommen die Hütte hier vor. Der obere Teil, so ein bisschen überlappend, dann so eine Art Couch-Geschichte hier oben rein. Und vor allen Dingen auch, das hier muss natürlich aufhören, weil das ist ja auch im Grunde genommen nur das Indiz im Moment, wo hier natürlich die Wände lang gehen und so weiter und so fort. Yeah, yes, of course, you can play with me, but PlayStation Network name is Penguin's Legacy, and there's some little chance you could play with me because the server is always full. So, weiter geht's. Auch noch ein bisschen Wolle natürlich. Müssen wir mal gucken, was hier so abgeht. Da haben sich ja doch mehr eingefunden, als ich dachte. Weil irgendwie dieses ganze Streaming und so weiter ist ja jetzt mehr Hals über Kopf gelaufen. Da hatte so Evo die Idee und hat gesagt, ich könnte mal Hearthstone streamen und so weiter und so fort. Und dann gemeint, ja, dann stream doch auch Minecraft und hast nicht gesehen. Eigentlich ist es ja eine ganz gute Idee. Und dann gucken wir mal, was draus wird, ne? Alter, gerade hier wieder nachgewachsen, das Vieh ist ja auch der Hammer. Was macht denn das blöde Schaf da oben? Ist es dumm oder was? Sollte er nicht rausgehen? Entweder können die da raus? Sind die schlau genug, um da abzuhauen? Wenn dem so ist, dann kann ich nur sagen, Pech gehabt. Solange die Orangenen hier bleiben, ist das alles ganz cool. Eigentlich müsste es klappen. Ich glaube nicht, dass hier der Stream abkackt, wenn wir die Freunde das dann Frage annehmen. Machen wir mal ganz kurz. Wo ist er? Da gehen wir hier oben hin. Nachrichteneingang, Empfang. Hinzufügen. Na auf, Junge. Braucht ein bisschen lange hier gerade. Ja, okay. Ist voll. PSN-Friendlist ist voll. I can't accept any more friends at the moment. Yes, of course, I do have a mic. So, gehen wir hier mal weiter. Jetzt ist meine Freundesliste voll. Das heißt, ich kann erst wieder Freunde aufnehmen, wenn ich bei der PS4 online war. Da ist die Freundesliste ja etwas. Wer hat denn das da gemacht, Alter? Was ist denn hier schon wieder passiert?
Oh Mann, ey, wenn ich das sehe, da könnte ich doch Mäuse melken gehen, ey. Müssen wir gerade mal reparieren gehen, mal gucken, ob ich da überhaupt Holz und so weiter dafür habe. Ey, nicht, dass das Spiel gerade ab wieder abkackt, was soll das sein? Beitreten, dann kann es auch nicht abgekackt sein. Von daher ist das ganz gut. Mal gucken, haben wir hier Holz da, was wir verwenden können für die Reparaturen. Glas haben wir auf jeden Fall. Das ist nicht das richtige Holz. Rohholz haben wir auch nicht da. Das richtige. Bräuchten wir Birke, glaube ich. Den Scheiß hier können wir wegpacken. Das ist Fichtenholz, können wir auch nicht gebrauchen. Ja, gehen wir mal anders gucken. So, also wie gesagt, ne? Freundesanfragen nehme ich an, wenn ich bei der PS4 wieder online bin. Yes, German. So, glaube ich zumindest. Bin mir da nie so ganz sicher. Ich nuschel ja ganz gerne mal. Ich weiß noch nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber beim Nuscheln bin ich immer ganz groß. Nuschel, nuschel. Ah, fuck. Jetzt habe ich hier überhaupt gar keinen. Ah, oh, gehen wir. Halt, Moment. Wo finden wir denn hier? Birke müsste das sein, was wir brauchen. Hier hinten irgendwo muss das sein. Ja, ist doch schon mal nicht schlecht, ne? Ich bin ein Mann, ist schon mal gut, dass er das weiß. So. Ah, hier, perfekt. Da sind sie doch schon. Birke, Birke. Gucken wir noch, dass wir uns das. Eine Axt holen, wollte schon Schaufel sagen. Gibt es ja gar nicht. Total verwirrt. Wupp, 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 wupp. Und vor allen Dingen kann ich so jetzt in einem Rutsch aufnehmen. Ich muss da nicht irgendwie kurz dann immer Pausen machen oder so, wegen Rendern und dem ganzen Kram. Das wird ja dann letztendlich von Twitch übernommen. Und wenn die Videoqualität gut ist, dann ist das ja eine ganz coole Sache. So, Moment, Moment. Okay, mal was essen wäre vielleicht ganz nett. Wo habe ich da was? Bup, 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 bup. Machen wir hier mal Platz. Why should I jump into the water? Gucken wir mal, dass wir hier noch ein bisschen mehr abbauen. Wir brauchen ja noch ein bisschen mehr Holz tatsächlich. Ist aber immer wieder spannend, wie groß unser Dorf hier mittlerweile wird. Aber es gibt kaum mehr Birken anscheinend. Was ist hier los? Und warum gibt es hier ein rotes Schaf? Hallo? Was machst du hier? Ist doch schon dunkel. Kannst du nicht hier rummachen? Du wirst noch gefressen von irgendwas. Gucken, ob hier Birkensamen langsam mal runterfallen. Damit wir wieder neu pflanzen können. Das war doch hier oben, oder? Ja. Auf jeden Fall. Ba, 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 ba. So, the sentence makes sense of in this case. Du bist eine Frau. Ja, fällt hier aber nichts runter, ne? Ist ja mal total langweilig. Gibt's ja überhaupt gar nicht. Dann lassen wir die Birke mal Birke sein. Im Notfall klauen wir uns irgendwo anders als das Holz. Da tatsächlich, die sind abgehauen. Warum sind die abgehauen und wie sind sie abgehauen? Das ist die große Frage. Blöde Schaf, ey. Hat man jetzt schon hier so ein Gatter gemacht und dann interessiert sich keiner dafür?